Und so nehmen wir Abschied von diesem Mann, der gewaltsam aus dieser Welt gerissen wurde. Doch Gott wird ihn aufnehmen, so wie er alle guten Menschen aufnehmen wird, in sein herrliches Paradies. Und dort werden wir ihn wiedersehen, wenn wir selbst eingehen in die Ewigkeit. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Mögest du mit dem Segen des Allmächtigen in Frieden ruhen. Amen. Ich lehnte ein paar Meter abseits, am Stamm eines großen Baumes, hier auf dem St. Mark's Friedhof an der Preston Road. Die Sonne stand tief und ich musste die Augen zusammenkneifen. Es waren nicht viele gekommen. Ein Dutzend, vielleicht weniger, in schwarz gekleidete Personen erwiesen dem Toten die letzte Ehre. Ein paar kannte ich, ehemalige Arbeitskollegen von ihm. Pfarrer Leimbert blickte mit professioneller Betroffenheit auf das noch offene Grab. Ich wusste nicht, wie alt er mittlerweile war, doch er hatte auch die Beerdigung meiner Großmutter abgehalten. Hallo, Detective Inspector. Oh, ich habe Sie gar nicht bemerkt. Wie geht es Ihnen, Mrs. Drinkwater? Tja, wie soll es mir auf der Beerdigung eines Kollegen und guten Freundes gehen? Sind Sie schon die ganze Zeit hier? Ja. Das hätte Ihnen sicher viel bedeutet. Kommen Sie. Wir setzen uns dort auf die Bank. Der Pfarrer hat wirklich gut gesprochen. Ja, Pfarrer Leimbert ist ganz in Ordnung. Für einen Geistlichen. Tut mir leid. Ich halte nicht viel von dem Verein, wissen Sie? Aber trotzdem sind Sie hier. Warum? Ich hatte das Gefühl, dass ich es David schuldig bin. Der alten Zeiten wegen. Wahrscheinlich. So haben wir David Houlihan wieder Gottes Obhut übergeben. Liebe Trauergemeinde, bitte folgen Sie mir nun zurück in die Kapelle. Ja, David hat da mal was erwähnt. Er hat sich oft sehr über Sie aufgeregt, hat Sie aber stets sehr respektiert. Das denke ich mir. Bei mir war es nämlich genauso. So oft wie wir uns über den Weg gelaufen und in die Quere gekommen sind. Wir waren keine Freunde im klassischen Sinne. Aber das Wort Rivale wirkte irgendwie auch unpassend. Also irgendetwas dazwischen. Genau. Ich erinnere mich noch gut an unser letztes Aufeinandertreffen. Sie meinen vor dieser Sache mit dem Giftmord und Davids Tod? Ja. Es war vor etwas mehr als einem Monat. Morgen zusammen. Guten Morgen. Morgen, John. Ausgeschlafen? Abgebrochen, Kyle. Wie immer. Naja, sei es drum. Wer von euch hat Lust, mich darüber aufzuklären, warum ich zu solch unchristlicher Zeit hier am Arsch der Welt auftauchen muss? Die Nachricht war ja mal wieder ausführlich unausführlich. Hm? Auftauchen ist genau das richtige Wort. Scherzkeks. Ich verstehe nur Bahnhof. Übernimm du das, Sweetie. Ich geh mal rüber zu dem Wasserratten. Wasserratten? Naja, um es kurz zu machen. Wir haben eine Wasserleiche. Eine Wasserleiche? Unappetitlich. Wie gesagt, das war nur die kurze Version. Also, vor rund 1,5 Stunden bekamen wir einen Anruf. 2 Hobbyangler haben bei ihrem Angelausflug am Ufer die Leiche eines Mannes gefunden. Er wurde hier angespült.
Morgen. Truman vom Yeovilltown Police Department. Sie haben also den Toten gefunden und uns alarmiert? Ja, ganz genau. Ja. Dann bräuchte ich jetzt bitte noch einmal Ihren Namen und möchte, dass Sie mir alles erzählen. Aber wir haben Ihrem Kollegen doch schon. Ich sagte aber vorhin schon, dass wir noch einmal auf Sie zurückkommen werden. Also bitte, erzählen Sie alles, was Sie mir gesagt haben, jetzt noch einmal dem Detective Inspector. Und bedenken Sie, jedes Detail ist wichtig. Das kennen Sie sicherlich aus dem Fernsehen. Ne? Ja, also schön. Ich heiße Bert Maxwell. Roger Coates. Also nochmal. Mein Kumpel Bert und ich sind leidenschaftliche Angler. Wir haben uns extra beide dieses Wochenende freigenommen, um in aller Ruhe die Natur zu genießen. Genau. Und deshalb sind wir ein paar Kilometer hoch nach Ilchester gefahren und sind von dort mit unserem Boot den Jostrom abwärts gerudert. Naja, die ersten Stunden war alles wunderbar ruhig. Und so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Naja, bis wir dann hier an die Gabelung des Jo kamen. Ich kann's immer noch nicht fassen. Bitte weiter. Wir konnten uns nicht einigen, auf welchem Fluss am wir weiterrudern sollen. Also haben wir hier eine kleine Pause gemacht. Ich habe dann meine Angel ausgeworfen, aber der Haken hatte sich in irgendwas in Ufernähe verfangen. Dann sind wir rüber, Richtung Ufer, um den Haken zu suchen. War ein verdammt teurer. Wir haben also gesucht. Und gefunden. Aber er hatte sich nicht in einem Stück Holz oder sowas verfangen, sondern... Oh Mann. Sondern in diesem armen Kerl. Und so entdeckten sie dann die Leiche. Genau. Wir wären vor Schreck fast ins Wasser gefallen. Und das bei der Strömung hier. Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ich meine, abgesehen von dem Toten? Also mir nicht. Ich habe aber auch auf nichts anderes mehr geachtet. Wie haben Sie die Leiche vorgefunden? Haben Sie irgendetwas verändert? Um Gottes Willen, nein. Der war toter als tot. Da packen wir doch nichts an. Hier ist alles noch so wie vor 2 Stunden. Gut. Das wär's dann erstmal. Sie können gehen. Aber rechnen Sie bitte damit, dass wir uns bei Ihnen melden, falls wir noch weitere Fragen haben. Alles klar. Komm, Roger. Ja, nicht zu weg. Das Boot holen wir dann in ein paar Tagen. Jetzt brauche ich erstmal ein Ale. Mindestens. Sie wollen sicher die Leiche sehen. Erfasst. Kommen Sie. Wenn ich das gewusst, hätte ich mir besseres Schuhwerk angezogen. Entschuldigen Sie, Inspektor. Darf ich fragen, was hier passiert ist? Ach, Hoot, Houlihan? Wie kommen Sie denn so schnell hierher? Nun? Weg mit dem Fotoapparat, Hoot. Das hier ist ein abgesperrter Bereich. Das sehe ich. Ich frage mich nur, warum? Sie werden es schon noch früh genug erfahren. Und jetzt zischen Sie ab, ja? Na schön. Dann schnappe ich mir eben die beiden Kerle, die gerade weggefahren sind. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sind der Dean und die Kollegen von der Spurensicherung auch schon da? Ja, die kamen kurz vor Ihnen hier an. Und ebenso Dr. Naismith. Oh. Was ist? Ach, nichts weiter. Hallo, Carol. Ah, schön, dich zu sehen, John. Und, wie geht's dir so? Jedenfalls besser als unserem Freund hier. Na, das will ich hoffen. Kannst du schon irgendwas sagen? Wie du siehst, eine Wasserleiche. Männlich, ungefähr deine Statur. Ja. Die Haut ist bereits sehr verfärbt und aufgedunsen, was dafür spricht, dass er bereits einige Tage im Wasser gelegen hat. Den genauen Todeszeitpunkt zu bestimmen, wird also nicht so einfach sein. Ich werde jetzt noch eine schnelle Begutachtung vor Ort durchführen. Weitere Details dann später, nachdem ich ihn bei mir zu Tisch hatte. Alles klar. Haben wir einen Namen? Leider nein, Sir. Kein Ausweis oder sonstige Papiere. Zumindest nicht bei der Leiche. Für den Fall des Falles nehmen die Taucher von der Feuerwehr aber den Grund des Jo auf einer Länge von 500 Metern unter die Lupe. Natürlich auch unterhalb des Fundortes. Ist ja schließlich Strömung. Ich erwarte keine Wunder. Vielleicht ist der arme Kerl einfach nur während eines Angelausfluges in den Jo gefallen und wurde dann von der Strömung hinabgezogen. Also ein Unfall. Ja, sowas soll vorkommen. Ah, da kommt ja auch Kyle. Hey Kyle, was sagen denn die Wasserratten? Bis jetzt haben sie nur Müll geborgen. Ein Fahrradreifen, Bierflaschen und ein uraltes Radio. Also den Standardinventar englischer Flüsse. Ah, sie kommen wieder hoch. Und Leute, habt ihr was? Naja, wie man's nimmt. Hier. Ein zerrissener blauer Müllsack. Nicht sonderlich spannend. Ein paar Meter weiter vorne liegen noch 3 auf dem Grund des Flusses. Mit einem Seil dran. Und die sind nicht mit Müll, sondern mit Sand gefüllt. Sand? Ich glaube, Whitty. John,
glaube, ich hab da was. Die Unfalltheorie können wir wieder versenken. Ein paar Stunden später parkte ich meinen alten Taunus im absoluten Halteverbot vor der Gerichtsmedizin. Es war mittlerweile ein schöner, lauer Frühlingstag geworden. Nachdem Carol mit der unbekannten Leiche verschwunden war, hatten die Kollegen und ich den Fundort weiter untersucht. Ohne Erfolg. Letzteren erhoffte ich mir nun. Hallo? Jemand zu Hause? Ach, John, komm rein. Ich bin in meinem Büro. Sag mir bitte, dass du noch ein paar Infos hast. Auf dem Weg hierher hat mich der Chief Inspector schon 3-mal angerufen. Was wollte er denn? Keine Ahnung. Ich bin natürlich nicht rangegangen. Aber höchstwahrscheinlich die Nachricht von uns, dass es sich doch um einen tragischen Unfall handelt und nicht um das, was wir vermuten. Ich denke, da muss ich ihn enttäuschen. Ich habe dir schon einen Bericht inklusive Fotos zusammengestellt. Hier. Danke. Ich würde mit dir gern trotzdem nochmal alles durchgehen. Direkt am Opfer am besten. Na schön. Der braucht schon Frühstück. Komm. Hier haben wir unseren unbekannten Toten. Ich schätze ihn auf Mitte 30, Anfang 40. Mhm. Und außerdem kerngesund. Außer einer etwas älteren Nasenbeinfraktur. Dann noch diese kleine Tätowierung hier am linken Unterarm. Sieht aus wie ein Leguan oder ein Salamander. Wohl eher ein Drache. Ebenfalls gegen die Unfalltheorie spricht außerdem die einfache, aber klare Tatsache, dass er kein Wasser in der Lunge hat. Also war er tot, bevor er zur Wasserleiche wurde? Treffer versenkt. Die Petechien in den Augen, also diese kleinen Blutungen hier, können auch beim Ertrinken entstehen. Deshalb war es mir nicht sofort klar. Aber nachdem ich die Leiche gesäubert hatte, fiel mir etwas auf. Hier. Striemen am Hals. Er wurde erdrosselt. Sieht so aus. Die Striemen sind eindeutig ante mortem zu datieren. Und schon passen die Petechien wieder ins Bild. Der Todeszeitpunkt ist durch die lange Zeit im Wasser schwer zu bestimmen. Aber Zustand und Verwesungsgrad der Leiche sprechen für rund eine Woche. Und dann sind da ja noch die deutlich sichtbaren Abschürfungen unten am linken Fußknöchel, die ich ja noch am Fundort entdeckte. Und dessen Schürfmuster den Seilen an den Säcken verflucht ähnlich sehen. Na also, dann hau ab und nerv die armen Leute von der Kriminaltechnik. Bin schon unterwegs. Danke für den Bericht und so. Ach, und bevor ich's vergesse, die Fingerabdrücke des Toten sind sicher auch drin, oder? Nicht direkt. Mhm. Schau's dir selber an. Oh Mann, die Fingerkuppen sehen merkwürdig aus. Fast wie... Geschmolzen, ja. Starke Hitzeeinwirkung auf die Fingerkuppen. Ergo, Abdrücke kannst du vergessen. Die Sache gefällt mir von Minute zu Minute weniger. Naja, ich fahr dann mal wieder. Ist noch was? Ich hatte dich doch auf der letzten Betriebsfeier gefragt, ob wir nicht mal... Nun ja, du weißt schon, nicht mal zusammen essen gehen wollen. Ich weiß. Und ich sagte, dass ich es mir überlege. Das war vor 6 Wochen. Wirklich? Wie wär's mit nächsten Samstag? Nächsten Samstag? Okay. Klar, warum nicht? Sagen wir 8 Uhr? Tag, John. Sie kommen gerade recht. Hi, Dean. Da bin ich aber gespannt. Hier auf dem Tisch sehen Sie sämtliche Spuren und Fotos vom Fundort. Der, wie wir jetzt wissen, höchstwahrscheinlich nicht gleich Tatort ist. Ich gab Dean Carols Bericht und er überflog diesen rasch. Danach machte der sonst so lockere Kriminaltechniker ein ernstes Gesicht. Sieht wirklich nicht gut aus. Dazu passen unsere bisherigen Ergebnisse. Vor allem die Analyse des Seils, das an den Sandsäcken befestigt war, hat sich gelohnt.
Das Seil ist sehr elastisch und stabil, wird nach unseren Erkenntnissen nur von Profisportlern benutzt, aber auch von Polizei oder Militär. Es passt auf jeden Fall exakt auf die Verletzungen am Knöchel des Opfers. Damit ist es also amtlich. Der Mann wurde erdrosselt und dann mit einem Spezialseil an 4 schweren Sandsäcken gefesselt in den Jo geworfen. Sieht so aus. Wer immer den Kerl getötet hat, wollte danach nicht, dass er gefunden wird. Das wäre vermutlich auch geglückt. Das Seil hätte ewig gehalten. Dumm nur, dass einer der Säcke aufgetrennt wurde. Wahrscheinlich von treibendem Glas oder ähnlichem. Und zur Sicherheit haben sie dann noch verhindert, dass er anhand von Fingerabdrücken identifiziert wird. Haben Sie noch was? In der Tat, auch wenn ich das noch nicht so ganz einordnen kann. Hier, das Hemd des Toten. Setzen Sie mal diese Brille auf und staunen Sie, wenn ich die Brusttasche mit Schwarzlicht bestrahle. Moment mal, da steht was. Aber das bedeutet ja, dass mit Blut geschrieben wurde. Ganz genau. Mit Schweineblut, wie wir vorhin herausbekamen. Wurde größtenteils vom Wasser verwaschen, aber zum Glück nur oberflächlich. Und es ist offenbar in Spiegelschrift. Wie gesagt, ich kann dem nicht viel abgewinnen. Sie vielleicht? Ich kniff die Augen zusammen und versuchte, die blasse, spiegelverkehrte Schrift zu entziffern. R-W-B-A-R-D. Ich wusste nicht, ob dies etwas bedeutete. Und wenn ja, was? Aber eines wusste ich ganz genau. Der Chief Inspector würde begeistert sein. Wollen Sie mich verarschen, John? Sehe ich so aus? Okay. Wir haben also einen namenlosen Toten, der erdrosselt wurde, um ihn dann auf dem Grund des Jo zu versenken. Und noch dazu das mit den Fingern. Das sind ja fast Mafia-Methoden. Zumindest sind der oder die Täter sehr darauf bedacht, nicht entlarvt zu werden. Und bevor Sie fragen, am Fluss waren keinerlei Reifenspuren mehr zu erkennen. Das können wir also auch vergessen. Was für Chancen haben wir, den Toten zu identifizieren? Dr. Naismith hat einen Zahnabdruck angefertigt. Der hilft uns allerdings nur weiter, wenn der Kerl hier in der Gegend mal irgendwann beim Zahnarzt war. Reizend. Bessere Chancen erhoffe ich mir da von der Phantomzeichnung. Wir haben per Computer das Gesicht des Toten simuliert, so wie es vor seinem Ableben ausgesehen haben könnte. Und das wollen Sie dann an die Presse schicken, ich verstehe. Ah, ich hatte gehofft, diese Typen da raushalten zu können. Ich denke, in diesem Fall können wir nicht auf die Mithilfe der Öffentlichkeit verzichten. Jedenfalls glaube ich nicht, dass uns die gesammelten Hinweise zunächst weiterbringen. Diese komischen Buchstaben schon mal gar nicht. Buchstaben? Was für Buchstaben? Zeigen Sie her. Hier. Sehen Sie sich das Foto hier an. Ist unter Schwarzlicht. Jemand hat dem Toten etwas mit Schweineblut auf dessen Hemd gekrakelt. Vermutlich Antemortem. Ist der Spiegel verkehrt? Scheint so. Also heißt es richtig herum? Moment mal. B-R-A-D-W-R. Viel Spaß beim Enträtseln. Ich habe noch einen wichtigen Termin im Rathaus. Spätestens morgen will ich Ergebnisse sehen, klar? Sonnenklar. Whitty, der Chief hat sein Okay gegeben. Sagen Sie der Pressestelle, dass Sie das Phantombild rausgeben können. Alles klar. Was ist los, John? Ich werde aus diesen Buchstaben einfach nicht schlau. Von der Bedeutung mal ganz abgesehen. Ergibt allein die Tatsache, dass Sie da sind, keinen Sinn. Ah, du meinst, wenn geplant war, die Leiche auf Nimmerwiedersehen zu versenken? Warum schreibt dann jemand da eine Nachricht drauf? Die würde ja eh niemand lesen können. Zumindest niemand... Außer dem Toten selbst. Du meinst, die Schrift war für den Toten gedacht? Von seinem Mörder? Wir müssen erst mal herausfinden, was es bedeutet. Bratwurm. Ich schmeiß mal den PC an. Klingt nicht so, als ob das überhaupt etwas bedeutet. So, die Presse ist informiert. Wir haben natürlich wohlweislich keine weiteren Infos über den Mord rausgegeben. Bis jetzt behandeln wir es als normale Vermisstensuche. Mal sehen, wie lange das klappt. Bei Leuten wie Hoot Hoot Houlihan sicherlich keine 2 Minuten. Oh, lernt ihr Vokabeln? Was? Na,
Das Wort, was Sie da geschrieben haben, sieht wie walisisch aus. Walisisch? Ja, klasse, Witty. Können Sie es lesen? Lesen ist zu viel gesagt. Ich hatte mal einen Crashkurs an der Volkshochschule. Also im Prinzip wird das W wie ein kurzes U ausgesprochen. Glaube ich. Und der Rest? Tja, die Sprache ist komplizierter als Mandarin. Brother. Was zur Hölle könnte das heißen? Wie wär's, wenn wir einen Experten fragen? Kommt gerade rein. Ach, Owen. Owen, kommen Sie mal bitte rüber. Ich bin gerade 3 Sekunden in diesem Gebäude und schon geht es los. Als ob es nicht schlimm genug wäre, dass ich diese Woche schon wieder Nachtschicht habe. Ach, ich bin untröstlich. Kommen Sie her. Würden Sie uns kurz dieses Wort übersetzen? Danach können Sie sich gerne weiter auf Ihre Nachtschicht einstellen. Na, dann zeigen Sie mal her. Was ist der Hintergrund? Es stand spiegelverkehrt auf einer Wasserleiche. Geschrieben mit Schweineblut. Brother. Das Wort bedeutet nichts anderes als Verräter. Um 10 Uhr an diesem Abend fuhr ich Richtung Innenstadt, denn ich hatte eigentlich vor, meinen alten Freund Percy zu treffen und mit ihm in unserem Stammpub The King's Dragon bei ein paar Ales und einer Runde Snooker den Tag ausklingen zu lassen. Doch als ich die Racklesford Road vorbei am Crofton Park fuhr, sah ich eine wohlbekannte Person in einer Telefonzelle stehen. Meiner Intuition folgend fuhr ich links heran und schaltete das Licht aus. Sieh an. Hut. So spät noch unterwegs. Houlihan legte den Hörer auf. Im Licht einer Straßenlaterne konnte ich sein Gesicht sehen, das ein siegessicheres Grinsen zierte. Schnellen Schrittes eilte er Richtung Osten davon. Kurzerhand stieg auch ich aus und folgte dem Reporter zu Fuß. Nach knapp einer Dreiviertelstunde Fußweg schien Houlihan an seinem Ziel zu sein. Den alten Verschiebebahnhof am südöstlichen Stadtrand. Penmill Station. Er muss einen triftigen Grund haben, um diese Zeit hierher zu kommen. Ich muss näher ran. Verdammt! Wer ist da? Hallo? Smitty? Sind Sie da? Ich bin es. John Truman. Truman? Aber was fällt Ihnen ein? Die Spielregeln gelten für beide Seiten, klar? Was meinen Sie? Jetzt tun Sie doch nicht so. Ich habe an Ihrem Tatort nichts zu suchen. Schön. Aber dafür rücken Sie mir auch nicht auf die Pelle. Es war reiner Zufall. Außerdem nicht Tatort, Fundort. Oh, das ist ja interessant. Und warum geben Sie mir freiwillig diese Information? Vielleicht, weil Sie mir jetzt auch eine Information schulden, Hut. Den Spitznamen können Sie sich gleich wieder abgewöhnen. David Houlihan, wenn's recht ist. Geht klar, David. Also, was verschlägt Sie zur Penmill Station? Noch dazu um diese Zeit? Vergessen Sie's. Na kommen Sie schon. Ich verspreche Ihnen auch die Exklusivrechte, wenn wir den Fall aufgeklärt haben. Wirklich? Versprochen. Also? Gut,
Ich nehme Sie beim Wort. Die Redaktion des Jovel Maid hat natürlich auch das Phantombild zugeschickt bekommen. Angeblich ein Vermisster. Dass ich nicht lache. Der Kerl sieht verdammt so aus wie der, den Sie heute Morgen aus dem Jo gezogen haben. Nur eben lebendiger. Und? Tja, ich bin ja nicht blöd. Ich habe das Bild an meine eigenen Kontakte und Quellen weitergeleitet. Mit der Bitte, mir die Identität des Mannes zu verraten. Mit Erfolg? Sonst würde ich wohl kaum hier stehen. Ich treffe gleich meinen Informanten. Also, John, es war sehr nett, mit Ihnen zu plaudern, aber ich werde ihn allein treffen. Und den Namen erfahre ich wohl auch nicht, was? Keine Chance. Es handelt sich dabei doch nicht zufällig um Smitty, die Elster McPie. Was? Woher? Sie selbst. Gerade eben. Also kann ich auch genauso gut hier sein. Sie. Psst. Hören Sie das? Das müsste er sein. Gehen Sie lieber hinter diesen Waggon in Deckung, sonst macht er direkt den Abflug. Sie haben recht. Ah, Smitty, da sind Sie ja. Hut, Hut. Gleich vorab. Ich rate Ihnen nicht zu versuchen, mich aufs Kreuz zu legen. Wie meinen Sie das? Und auch gleich vorab, ich heiße nicht Hut. Ach, kommen Sie, Hut, Hut. Sie haben sich doch gerade mit jemandem unterhalten. War wohl kaum ein Selbstgespräch. So bekloppt sind nicht mal Sie. Obwohl... Also schön. John, kommen Sie raus. Die Elster persönlich. Es ist mir eine Ehre. Hey, Mann, was läuft hier für eine Scheiße? Jetzt schleppen Sie mir die Bullen an. Hut, Hut, was ist nur aus Ihnen geworden? Ich habe die längste Zeit mit Ihnen zusammengearbeitet. Guten Abend, die Herren. Warten Sie, Smitty. Es ist nicht seine Schuld, Smitty. Raus mit den Infos. In diesem Fall arbeiten David und ich zusammen. Wirklich? Nun ja, wenn das so ist. Aber auf diese Situation muss auch ich mich erstmal einstellen. Das verdoppelt natürlich mein Honorar. Na ja, klar. Wie viel? 500. Ich habe nicht so viel dabei. Bedauerlich. Smitty, Sie bringen mich noch ins Grab. Besser Sie als ich. Okay. Hier, die 500. Und jetzt raus mit den Infos. Die Firma dankt. Also, euer Toter heißt, oder vielmehr hieß, Ryan Bradley. Hat hier in Jovel gewohnt, Melrose Road 50. Gearbeitet hat er auch hier. Und zwar bei WDS. WDS? Waterman Defense Supplies? Genau. Er hat zwar dort gearbeitet, aber meine Quelle hat mir noch etwas anderes gezwitschert. Nämlich, dass Bradley in Wirklichkeit... Was zum... Runter, David! Schnell! Kommen Sie hinter den Waggon! Los doch! Mein Gott! Was ist mit Smitty? Tot. Kopfschuss. Das sind Profis. Wir müssen hier weg, sonst haben wir keine Chance. Aber hier können Sie uns doch nicht treffen. Der soll uns doch nur beschäftigen und hier festnageln. Ich wette, da sind schon welche von den Kerlen auf dem Weg zu uns. Ich kann nicht. Meine Beine sind wie Pudding. Los, David! Ich habe dort hinten einen Wagen der Bahngesellschaft gesehen. Mit dem können wir abhauen. Ungefähr 70 Meter. Direkt neben der Zufahrt. Passen Sie auf. Sie laufen los und bleiben erst stehen, wenn Sie hinter dem Wagen sind. Klar? Dann werde ich das dann kurz schließen und wir verduften. Also gut. Los! Raus in Deckung! Ich schlage die Scheibe ein. Sie haben eine Pistole dabei? Ja, warum zum Teufel schießen Sie nicht einfach zurück? Sagen wir so. Das letzte Mal, dass ich auf dem Schießstand war, haben die Stones noch gute Musik gemacht und sahen noch nicht so aus wie Faltenacke. Sehr beruhigend, wirklich. Ich sage Ihnen, wenn wir heil aus der Sache rauskommen, dann bringe ich Sie eigenhändig um. Ich werde Sie bei Zeiten dran erinnern. Beeilen Sie sich. Die werden sehr bald darauf kommen, wo wir stecken. Klappe, ich muss mich hier konzentrieren. Das ist mein Auto. Sie dürfen nicht entkommen. Gleich hab ich's. Sie kommen. Ja. Na also. Zurück. Los, hinter diesem Pfeiler. Mit dem Auto fahren wir nirgendwo hin. Und jetzt? Sie haben uns eingekesselt.
Wir kommen hier nicht raus. Weder vor noch zurück. Bleibt nur eins. Nach oben. Nach oben? Das hier ist ein Güterbahnhof, Sie Genie. Wenn wir oben auf eine der Verladerampen kommen, dann können wir vielleicht so hier verschwinden. Gar keine schlechte Idee. Dort oben sind wir genauso geliefert wie hier. Also riskieren wir es. Da gibt's nur ein Problem. Ich habe Höhenangst. Das glaube ich jetzt nicht. David, wenn wir hier bleiben, dann haben wir noch ganz andere Probleme. Also, Lucy, führt eine Treppe nach oben. Ich gehe vor. Kommen Sie. Achtung! Geh mal hoch, Hell. Hier sind Sie. Um Gottes Willen. Ich muss irgendwas tun. David! Danke, David. Meine Kamera, die ist hin. Ich glaube, so sinnvoll wie jetzt haben Sie sie noch nie eingesetzt. Moment mal. Lassen Sie den Typen doch liegen. Wir müssen weg. Das ist ja interessant. Gut, weiter. Ja. Was ist? Warum bleiben Sie stehen? Sackgasse. Verdammte Scheiße. Wir sind erledigt. Moment mal. Hören Sie das? Ja. Da kommt ein Zug. Ein Güterzug. Unsere letzte Chance. Gehen Sie von der Scheibe weg, David. Was zum Teufel haben Sie vor, Truman? Ihr gottverdammtes Leben retten. Springen Sie! Jetzt! Halb benommen versuchte ich mich aufzurichten. Mein linker Arm tat entsetzlich weh und ich konnte ihn kaum bewegen. Einen Meter neben mir lag David Houlihan. Regungslos. Hey! David! Hören Sie mich! Ach, mein Schädel! Ich glaube, Sie haben eine Platzwunde am Kopf! Zumindest leben wir noch! Ein Wunder. Ein Wunder. Was für eine bescheuerte Idee, auf einen fahrenden Güterzug aufzuspringen. Bescheuert vielleicht. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Wissen Sie, wo wir sind? Nicht genau. Wir haben beide wohl ein paar Minuten ausgedacht. Allzu weit dürften wir noch nicht gekommen sein. Hey, der Zug wird langsamer. Vor Schallbau und machen die Schienen eine starke Biegung nach rechts. Da müssten wir jetzt ungefähr sein. Sie haben recht. Also, wir warten die Kurve ab und dann springen wir. Noch so ein großartiger Vorschlag. Mir tun sämtliche Knochen weh. Geh doch auf. Aber wollen Sie bis nach Nottingham fahren? Oder Liverpool? Oder wo auch immer sonst dieser gottverdammte Zug hinfährt? Nun ja, ich wollte schon immer mal ins Beatles-Museum. Also gut. Okay. Achtung, es müsste gleich soweit sein. Und los! So einer. Los, hoch mit ihm. Was sollen wir denn jetzt machen? Oh. Wir müssen einen fahrbaren Untersatz finden. Ich hoffe, Sie meinen einen mit vier Rädern. Und dann? Was haben Sie jetzt vor? Wir müssen zurück nach Jovel. Wir sollten einen Umweg fahren. Wenn diese Typen halbwegs intelligent sind, dann wissen sie, dass wir irgendwo hier in der Gegend sein müssen. Aber wäre es nicht besser, von Sherborne aus ihre Kollegen zu alarmieren? Die könnten uns abholen, uns verarzten lassen und wir bräuchten keine Angst mehr vor irgendwelchen schießwütigen Irren zu haben. Nein, genau das werden wir nicht tun. Aber... Begreifen Sie doch! Wen auch immer wir jetzt in diese Sache mit hineinziehen, schwebt in genauso großer Gefahr wie wir. Vielleicht sogar in noch größerer. Ah, da vorne, dieser blaue Wagen. Den werden wir uns heute Nacht ausleihen.
Nachdem wir unsere Blessuren einigermaßen mit dem Inhalt des Verbandskastens versorgt hatten, fuhren wir auf Nebenstraßen Richtung Westen. Während ich versuchte, mich auf die Dunkelheit zu konzentrieren, um herannahende Fahrzeuge frühzeitig zu erkennen, trommelte Houlihan nervös auf dem Handschuhfach herum. Ich warte immer noch auf eine Erklärung, warum Sie das im Alleingang durchziehen wollen oder warum wir einen Mercedes aus Sherborne stehlen oder... Wie gesagt, ich will niemanden in Gefahr bringen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Diese Typen, wer auch immer die waren, waren top informiert. Wie meinen Sie das? Sie haben wirklich eine Gehirnerschütterung, wie? Denken Sie nach, David. Diese Kerle wussten, dass sie sich mit Smitty treffen würden. Sie wollten verhindern, dass er ihnen Informationen zu dem toten Ryan Bradley zuspielt. Oh, Mann. Sie haben recht. Truman, wenn Sie nicht zufällig dazugekommen wären, ich will gar nicht dran denken. Wem haben Sie noch von dem Treffen erzählt? Für wie blöd halten Sie mich? Niemandem natürlich. Sicher? Niemandem vom Yeovil Maid, der etwas mitbekommen haben könnte? Völlig ausgeschlossen. Das bedeutet, dass das lose Ende bei Smitty McPie liegen muss. Das begreife ich alles nicht. Smitty ist... war doch kein Amateur. Der posaunt doch nichts in der Gegend rum. Genau. Und das wiederum bedeutet, dass Mittys Quelle selbst ein doppeltes Spiel treibt. Sie versorgt ihn mit Infos zu Bradley und verpfeift ihn gleichzeitig an diese Kerle. Das heißt, wir müssen herausfinden, von wem Smitty seine Informationen hat. Und das mit bewaffneten Killern im Rücken. Sie wollen doch wohl nicht schlapp machen, David. Ich, naja, selbstverständlich nicht. Wie Sie selber vorhin sagten, in diesem Fall arbeiten wir zusammen. Ich wusste, dass ich das nochmal bereuen würde. Und denken Sie dran, ich erhalte alle Exklusivrechte für diese Sache hier. Einverstanden. Ich entschied mich, auch innerorts mit dem Mercedes weiterzufahren. Das Risiko, dass mich die Kerle mittlerweile identifiziert hatten, und damit auch mein Auto, war einfach zu groß. Ich hatte keinerlei Interesse daran, dass der alte Taunus einem von Kugeln durchsiebten Ende entgegensah. Zum Glück stand er immer noch im Schutze der Bäume am Crofton Park. Da wären wir. Melrose Road. Die Nummer 50 ist dort. Sind alles größere Mietshäuser hier. Und wie wollen Sie reinkommen? Bei einem Nachbarn klingeln? Um 1 Uhr nachts? David, Ich dachte, Sie als erfahrener Reporter wären da etwas origineller. Nun? Also gut, ja... Ich habe einen Dietrich dabei. Zufrieden? Voll und ganz. Na, worauf warten Sie dann noch? Moment noch. Ich will erst sicher sein, dass unsere Freunde vom Güterbahnhof nicht hier aufkreuzen. Warum sollten Sie? Die können nicht wissen, dass Smitty noch dazu kam, uns diese Adresse zu geben. Das nicht. Aber diese Typen haben nicht nur Smitty, sondern wahrscheinlich auch Ryan Bradley auf dem Gewissen. Ist das reine Vermutung oder mehr? Ich denke mehr. Ich höre... Ryan Bradley hatte eine auffällige Tätowierung auf dem Arm. Einen Drachen. Und? Naja, der Kerl, den Sie vorhin mit Ihrer Kamera ausgenockt haben, der ebenfalls. Und zwar exakt dasselbe Motiv, an exakt derselben Stelle. Was? Und das sagen Sie erst jetzt? Oh, tut mir leid. Ich schätze, ich war etwas abgelenkt von den Kugeln, die uns um die Ohren geflogen sind. Aber im Ernst, das alles kann doch kein Zufall sein. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, was auf Bradleys Hemd geschrieben wurde. Ich weihte Houlihan in alle Einzelheiten des Falles ein. Ich hatte keinen Grund, sie für mich zu behalten. Aus dieser Sache kamen wir nur gemeinsam wieder heraus. Als ich sicher war, dass Houlihan alles wusste und ebenso, dass sich hier niemand Verdächtiges aufhielt, machten wir uns auf den Weg zu Haus Nummer 50. Am besten halten Sie Wache, während ich mein Glück an der Tür versuche. Einverstanden.
Und wenn jemand auf uns schießen will, dann schreie ich. Hulan! Was? Sie stehen mir im Licht. Mistkerl. Truman, da kommt jemand. Verdammt. Der Dietrich ist hin. Was macht ihr hier? Und wie seht ihr denn überhaupt aus? Wir, Naja, geh mal zur Seite, bitte. Ich muss da rein. Sie wohnen hier? Nee, ich gehe nur so zum Spaß nachts in fremde Häuser, verstehst du? So was soll's ja geben. Habt ihr auch das Spiel gesehen vorhin? Ja, natürlich. Ja, war das nicht geil? Wie der Crowditch da den Freistoß reingezimmert hat. Wahnsinn! Ja, da sagen Sie was. Wahnsinn! Na, ich sag euch, der John Garrison ist der beste Trainer, den wir je hatten. Absolut! Ach, fuck, wo habe ich denn jetzt den verdammten Schlüssel? Warten Sie, ich helfe Ihnen. So, oh, bitte. Oh, das ist ja nett. Cheers, Freunde. Gern geschehen. Moment noch. Los, jetzt! Und drin wären wir. Das Glück hat aber lang auf sich warten lassen. Besser spät als nie. Und die Glappers scheinen auch Glück gehabt zu haben. Besser kann es gar nicht mehr werden. Schlechter, aber auch nicht. Ja, bescheiden Sie es nicht. Los jetzt, suchen wir Bradleys Wohnung. Nicht zufällig noch einen dabei? Weder zufällig noch absichtlich. Na dann, Plan B. Oho, mit einer Kreditkarte. Das können Sie auch. Ich war mal auf so einem Einbruchseminar. Wie dem auch sei. Wenn ich das versuche, dann brechen die Dinger regelmäßig durch. Selbst wenn. Meine Kreditkarte ist schon so durchsichtig. Die kann ich sowieso kaum noch gebrauchen. Na, wer sagt's denn? Los, immer rein in die gute Stube. Nach Ihnen. Schalten Sie bloß das Licht nicht ein. Man kann nie wissen. Ich habe eine Taschenlampe dabei. Aus dem Handschuhfach. Geliehen. Sehr gut. Oha. Mein Gott, hier sieht's ja aus wie bei mir auf dem Dachboden. Als hätte eine Bombe eingeschlagen. Alles kaputt. Möbel, Glas, der Fernseher eingeschlagen, die Bilder von den Wänden gerissen, sogar das Sofa ist aufgeschlitzt. Das dürften wohl unsere Freunde gewesen sein. Aber warum? Weil Bradley ein Verräter war? Mhm, aber das sieht mir hier nicht nur nach einem Denkzettel aus. Die zerschlagenen Teller und Stühle von mir aus. Aber ein aufgeschlitztes Sofa? Und jedes Bild von der Wand genommen und dahinter die Tapeten aufgerissen? Ich weiß nicht. Die Kerle haben was gesucht. Ganz genau. Aber was? Etwas. Etwas, das ihn zum Verräter gemacht hat. Aber was genau? Dazu wissen wir noch zu wenig. Hier, David. In der Spüle liegen Handschuhe. Wir suchen jetzt nach Spuren auf die Mörder von Bradley. Wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, dann wissen wir auch, warum er und Smitty sterben mussten. Wir sollten uns trotzdem nicht zu lange hier aufhalten. Wenn Sie etwas finden, packen Sie es hier in diese Plastik. Das wird lustig. An die Arbeit. Währenddessen sollten wir auch ein bisschen Brainstorming machen. Was wissen wir bisher über Ryan Bradley? Wir wissen, dass Ryan Bradley erdrosselt wurde. Anschließend hat man ihn mit Säcken beschwert im Fluss vor der Stadt versenkt, seine Fingerkuppen unbrauchbar gemacht, ihn als Verräter gebrandmarkt und seine Wohnung zerstört. Mhm. Außerdem hat er bei WDS gearbeitet. So wie gefühlt jeder Zweite hier in Yeovil. Das ist immerhin der größte Arbeitgeber hier in der Gegend. Mir will Smittys letzter Satz nicht aus dem Kopf gehen.
Bradley hat zwar bei WDS gearbeitet, war aber eigentlich... Tja, was eigentlich? In was zur Hölle war er verstrickt, dass man ihm all das angetan hat? Das alles deutet darauf hin, dass er Teil von etwas Illegalem war. Was auch immer das sein mag. Aber es muss etwas von großem Ausmaß sein. Mein Gefühl sagt mir, dass es etwas mit WDS zu tun hat. Wie kommen Sie darauf? Naja, die stellen immerhin alle Arten von Waffen her. Sogar Kampfhubschrauber. Und die Kerle heute Abend am Bahnhof waren verflucht gut ausgerüstet. Das muss nichts heißen, ich weiß. Aber? Nun, zumindest weiß ich, dass der Boss von WDS, Reginald Waterman, nicht der tolle Saubermann ist, wie er nach außen hin scheint. Das ist klar. Erstens stellt er Waffen her. Er soll zweitens zwielichtige Söldner haben, die für ihn in Krisengebiete fahren. Und drittens ist er ein Busenfreund von Carl Orban Bishop. Klar ist er unsympathisch. Aber ich meinte, dass es bereits einmal fast zu einer Anklage gegen ihn gekommen wäre. Was? Wann? Ist schon einige Jahre her. Damals wollte ein Kollege von mir, Will Northcott, darüber berichten. Als mein Chef Jenkins den Vorabdruck sah, strich er den Artikel und schmiss Northcott kurzerhand raus. Und worum ging es bei der Sache? Gleich vorab. Die Anklage wurde fallen gelassen. Ich glaube, aus Mangel an Beweisen. Jedenfalls scheint sich Waterman Mitte der 80er Jahre am Nordirland-Konflikt bereichert zu haben. Und zwar, indem er beide Seiten mit Waffen beliefert haben soll. Die Katholiken und die Protestanten. Davon mal abgesehen, dass ich sowas total widerlich finde, ist es doch höchst interessant. Zumal eine solche, ich nenne es mal, Verkaufsstrategie, inoffiziell sehr beliebt, da gewinnbringend ist. Ich würde es ihm ohne weiteres zutrauen. Ob Bradley jene Beweise hatte, die Waterman dann doch gefährlich werden könnten? Möglich. Aber wie passt dann wiederum die walisische Spiegelschriftbotschaft ins Bild? Sicher, dass das nicht gälisch ist? Sehr witzig. Schon was gefunden? Apropos Spiegel. Der riesige Wandspiegel hier neben seinem Kleiderschrank ist das einzig heil gebliebene Stück in der ganzen Wohnung. Natürlich! Bradley wurde hier getötet. Hier in seiner Wohnung. Was? Die blutigen Buchstaben. Wir rätselten im Revier die ganze Zeit, was sie zu bedeuten haben und warum sie überhaupt spiegelverkehrt geschrieben waren. Ich hatte recht. Bradley selbst sollte dieses Wort lesen. Und das kurz bevor er getötet wird. Klingt dann aber nach etwas Persönlichem und passt nicht so recht zur Waterman-Beweistheorie. Vielleicht. Hey, leuchten Sie mal hier rüber. Hier unter dem Wäscheberg. Was ist das? Ein Seil? Ja. Aber nicht irgendein Seil. Packe es ein. So, ich denke, wir haben die Wohnung soweit durch. Fast. Oh, hier hinter der Heizung liegt was. Moment. Oh. Was ist? Oh, verdammt! Ein Kaktus! Was gibt's da zu lachen? Naja, sie wären heute fast erschossen worden, sind auf fahrende Züge gesprungen und jetzt bringt sie ein kleiner Kaktus aus der Fassung. Nicht zu fassen. Sehr komisch. Hey, Moment mal. Ich glaub's nicht. Der Kaktus ist hohl. Bitte? Ja, man kann das obere Stück wie einen Deckel abnehmen. Was ist drin? Das... eine winzige Speicherkarte. Brown erzählen würde, dass meine Ermittlerarbeit darin besteht, dass ich durch puren Zufall und Tollpatschigkeit Beweismaterial in ausgehöhlten Kakteen finde, wäre das vermutlich ein gefundenes Fressen für ihn. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Robert Brown viel anders an seinen jetzigen Posten gekommen ist. Das haben Sie jetzt gesagt. Außerdem möchte ich festhalten, dass ich derjenige welche war, der die Speicherkarte gefunden hat. Schon klar. Sie investigativer Top-Journalist. Und wie fahren wir nun fort? So, würde ich sagen. Sehr witzig. Wir brauchen unbedingt einen Computer. Ja, ich weiß. Aber es wäre zu gefährlich, zu Ihnen oder zu mir nach Hause zu fahren.
Ich weiß, Sie können das mit Ihrem Gewissen nicht vereinbaren, aber dann müssen wir jetzt wohl doch Ihre Kollegen mit einbeziehen. Ich habe da eine Idee. Ein Kollege, bei dem mein Gewissen nicht ganz so belastet würde, wenn ihn die Kerle erwischen. Guten Abend, Bob. John, sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Was fällt Ihnen ein, hier um... Zwei. Ja, um 2 Uhr nachts aufzutauchen, um mich aus dem Schlaf zu klingeln. Beruhigen Sie sich, Bob. Ich soll mich beruhigen? Sagen Sie mal. Sie wecken noch die ganze Nachbarschaft auf. Wir sind gerne bereit, Ihnen alles zu erklären. Es ist wirklich ungeheuer wichtig. Ja, also gut, kommen Sie rein. Schuhe abtreten. Natürlich. Bobby, Schatz, ist alles in Ordnung? Bobby, Schatz? Ja, doch, Schatz, alles in Ordnung. Wer ist denn da? 2 Wahnsinnige. Unglücklicherweise arbeitet der eine für mich. Was? Gestatten? Detective Inspector John Trooper. Und David Houlihan vom Yeovil Maid. Oh. John Truman, ja, mein Mann hat schon öfters von Ihnen gesprochen. Sicher nur Gutes. Und Mr. Houlihan, Ihr Artikel über den Betrug auf der Pferderennbahn war wirklich ausgezeichnet. Ach, nun, danke. Schatz, ich denke, du kannst wieder ins Bett gehen. Nicht doch, ich werde euch einen Tee machen. Nicht nötig. Naja, wir hätten schon Lust auf ein leckeres Teechen. Also gut, kommen Sie, wir setzen uns ins Wohnzimmer und dann will ich endlich wissen, was hier gespielt wird. Nachdem ich meinen Chief über alles aufgeklärt hatte, was wir bislang erlebt und in Erfahrung gebracht hatten, kam es zu der Reaktion, die ich erwartet hatte. Was? Sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Sehen wir so aus? Naja, so wie Sie aussehen, könnte man Ihnen fast glauben. Aber ich bitte Sie, Killer mit Präzisionsgewehren und eine Schießerei mitten in Yeovil und niemand hat etwas mitbekommen. Niemand? Woher wissen Sie das? Weil das dann wiederum ich mitbekommen hätte. So, hier ist der Tee. Ach, danke. Vielen Dank. Übrigens, der Güterbahnhof ist mitnichten mitten in Yeovil. Kein Wunder, dass niemand etwas mitbekommen hat. Mal angenommen, ich glaube Ihnen die Geschichte. Was um alles in der Welt denken Sie sich dabei, Reginald Waterman, einen der angesehensten Bürger unserer Stadt, mit in diese Sache hineinzuziehen? Sie haben unsere Vermutungen gehört. Ich finde, Sie sind es wert, der Sache nachzugehen. Aber eben nicht mehr als Vermutungen. Und deshalb brauchen wir ja auch Ihren PC. Wir müssen die Speicherkarte überprüfen. Die Sie übrigens widerrechtlich an sich gebracht haben. Ach. Was ist nun? Komm schon, Bobby. Einer deiner Leute wird fast erschossen und da willst du einfach so drüber hinwegsehen? Ja, natürlich nicht, aber gut zum Donnerwetter, ich hole meinen Laptop von oben. Danke, Mrs. Brown. Ach, nicht der Rede wert. Ich würde es diesem Reginald Waterman durchaus zutrauen, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Wenig später steckten wir die Speicherkarte aus Ryan Bradleys Wohnung in den PC. Einige Momente lang passierte nichts. Doch dann wurden 2 Dateien angezeigt. Eine Fotodatei und eine Textdatei. Ja, und beide nicht besonders groß. Ich werde zunächst mal die Textdatei öffnen. Kennwort geschützt, war ja klar. Sollen wir es probieren? Nein, manche Dateien werden zerstört, wenn man das falsche Kennwort eingibt. Das Risiko ist zu groß. Nanu, Bob, jetzt doch so Feuer und Flamme. Schnauze, John. Jetzt das Foto. Kein Kennwort nötig. Die Datei öffnet sich. Ziemlich schlechte Qualität. Ja, total verpixelt. Lassen Sie mich mal. Hören Sie, John, ich weiß nicht, welcher Teufel Sie geritten hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber das war das letzte Mal, verstanden? Das haben Sie nicht zu entscheiden, Bob. Oh doch! Der Kerl versucht uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die Pfanne zu hauen.
Haben Sie den letzten Artikel von Ihnen gelesen? Über die Pferderennbahn? Nein, verflucht, über unser Department. Ja, darin bemängelt er den Führungsstil des Departments. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er sich gegen einen der Kollegen gestellt hätte. Oh, see. Ha. So, ich hab's. Was? Ich habe mir ein Grafikprogramm heruntergeladen und das Foto durchgejagt. Ah. Sieht zwar immer noch nicht gut aus, aber immerhin kann man jetzt was erkennen. Na, zwei Männer. Sie schütteln sich die Hände. Sieht aus wie ein Geschäftsabschluss. Links und rechts stehen jeweils drei weitere Personen. Und drumherum mehrere große, flache Kisten. Moment mal. David, können Sie noch näher an die Männer in der Mitte heranzoomen? Können schon. Nur ob man da noch viel erkennt. Machen Sie es. Besonders interessiert mich der linke Arm des Mannes. Es sieht ganz so aus... Tatsächlich. Eine Tätowierung. Ah. Was für eine... Ah, Sie meinen diesen Drachen. Genau. Das scheint mir irgendeine Organisation oder Gruppierung zu sein. Wir müssten wissen, wer der andere Typ da ist, der dem Drachenmann die Hand schüttelt. Scheint ein Schwarzer zu sein. Ich denke, ich kenne den Kerl. Was? Raus mit der Sprache, Bob! Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nun, ich habe ihn mal auf einem Bankett im Rathaus gesehen. Er war dort mit Reginald Waterman. Ist wohl sowas wie seine rechte Hand. Ich glaube, er heißt, Haynes. Karl Haynes. Wie gehen wir weiter vor? Wir? Ja, wir. Also gut, ich sehe ein, dass hier etwas nicht stimmt. Von meiner Zeit beim Innenministerium habe ich noch ein paar Tricks drauf. Sie waren mal im Innenministerium? Und sind jetzt Chief Inspector im Nirgendwo? Hüten Sie Ihre Zunge, John. Naja, im Innenministerium hatte ich eine nicht besonders hohe Stellung. Stellvertretender Assistent. Des Assistenten, des Assistenten. Ja, so ungefähr. Aber ich habe unter anderem ein ausgezeichnetes Entschlüsselungsprogramm von dort. Das werde ich auf die Textdatei anwenden. Kann aber ein Weilchen dauern. Also werden wir die Zeit nutzen, um nebenbei den zweiten Kerl auf dem Foto zu identifizieren. Ich habe Zugang zur Datenbank auf unseren Polizeiservern. Houlihan, können Sie das Foto, speziell diesen Drachentypen, noch schärfer bekommen? Ich kann's versuchen, aber erwarten Sie keine Wunder. Um 4 Uhr war es schließlich soweit. Nach Stunden des Wartens, in der uns Mrs. Brown mit Tee und selbstgemachten Toffees verwöhnte, hatte die Polizeidatenbank endlich einen Treffer zu vermelden. Ah, na endlich. So, mit wem haben wir denn das Vergnügen? Gavin Cron, geboren am 6.4.1975 in Bangor, Wales. Ja, in der Datenbank unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Brandstiftung. Dafür wurde er verurteilt. Aber es steht aktuell ein Haftbefehl gegen ihn aus. Ihm wird vorgeworfen, bewaffneten Raubüberfall in mehreren Fällen in ganz England begangen zu haben. Tja, und seit dieser Zeit ist er auf der Flucht. Abgetaucht. Interessant. Klingt politisch motiviert. Dazu passen auch diese weiteren Einträge. Es wird vermutet, dass er der anti-britischen radikalen Gruppierung Amdim Cymru angehört. Er soll dort sogar zur leitenden Position aufgestiegen sein. Amdim... was? Das ist walisisch. Heißt richtig Amdim Cymru. Übersetzt so viel wie freies Wales. Woher... Meine Großmutter kam aus Wales. Ich würde sagen, da haben wir endgültig die Verbindung zu Waterman. Also nicht Ihre Großmutter, Mrs. Brown, sondern diese Gruppierung hier. Sie meinen, Waterman verkauft denen Waffen? Ja, warum nicht? Das ist aber immer noch kein Beweis. Aber ein guter Grund, uns mal bei WDS umzusehen. Was sind Sie noch bei Trost? Selbst wenn ich damit einverstanden wäre. Bei dieser Sachlage bekommen wir niemals einen Durchsuchungsbeschluss. Ah, das Entschlüsselungsprogramm ist fertig. Dann wollen wir doch mal sehen. Ein Zeitungsartikel von der Great London News. Ein Gesetzesentwurf steht kurz vor Ratifizierung.
Das House of Commons hat dem Gesetzesentwurf der Konservativen zugestimmt, in dem es um die Vergabe von Aufträgen an privaten Firmen geht. Speziell handelt es sich um Mitwirkung an Spionageabwehr, Terrorbekämpfung, Personen- und Gebäudeschutz und weiteren Sicherheitsbereichen. Gegner kritisieren die Auslagerung von Aufgaben, die eigentlich dem Staat vorbehalten sein sollten. Befürworter sehen die Verbesserung dieser Bereiche, da es weder genug öffentliche Gelder noch ausreichende Personalressourcen gäbe. Das House of Lords wird sich in 2 Monaten zu einer Sondersitzung zusammenfinden. Beobachter meinen jedoch, dass es das Gesetz in jetziger Form nicht durch die letzte Instanz schafft. Von wann ist der Artikel? Gut 2 Wochen alt. Ich glaube, Waterman fährt hier dieselbe Strategie wie damals in den 80ern. Moment mal. Waterman will einen solchen Regierungsauftrag bekommen? Ja, natürlich. Es geht da sicherlich um 10 Millionen Pfund. Er stellt Waffen, Fahrzeuge und andere Ausrüstung her und hat jede Menge Personal zur Verfügung. Doch laut diesem Artikel hier steht der Gesetzesentwurf auf wackeligen Beinen. Und das will Waterman ändern. Ich verstehe nicht ganz, wie... Später, David. Kommen Sie. Wir müssen zu WDS. Sie wollen dort einsteigen, nicht wahr? Möglicherweise. Vielleicht hat ja jemand ein Fenster offen stehen lassen. John, Sie wissen, dass ich das nicht unterstützen kann. Ja, ich weiß. Und sollte man Sie erwischen, es gibt nichts, was ich dann für Sie tun kann. Nun, dann lassen wir uns eben nicht erwischen. Mann! Ich wusste zwar, dass das ein großes Gelände ist, aber das ist besser gesichert als Fort Knox. Die Chance, da ungesehen reinzukommen, liegt bei 3720 zu 1. Ich weiß, wir haben schlechte Karten, aber es muss eine Möglichkeit geben. Ich denke, wir versuchen es über die Landebahn. Da gibt es sicher auch Kameras. Und dort vorne ist ein Wachhäuschen. Da sitzt ein Uniformierter drin. Geben Sie mir mal das Fernglas. Ja, das gibt's doch nicht. Was ist? Ich glaube, ich träume. Unsere Chancen haben sich gerade deutlich verbessert. Bitte? Kommen Sie. Leise, ich klopfe an die Tür. Sind Sie wahnsinnig geworden? Ja, was? John? Was zum Henker machst denn du hier? Und warum warst du wieder nicht im Stadion? Lass uns erst mal rein. Sie kennen ihn? Darf ich vorstellen? Mein alter Kumpel, Percy McFadden. Sind Sie nicht Hoot-Hoot? Dieser Fritze vom Mate? Fritze? Das mit dem Hoot-Hoot hat er nicht so gerne. David Houlihan, wenn's recht ist. Von mir aus. Ich wusste gar nicht, dass du hier arbeitest, Percy. Naja, erst seit einer Woche. Gefällt mir ganz gut. Klar, die Bezahlung könnte besser sein. Aber genug Ablenkung hast du, wie man sieht. Ist das die Wiederholung vom Spiel? Und ob? Hast du diesen abgefahrenen Freistoß gesehen? Wir haben davon gehört. Ja. Du musst echt mal wieder in den Pub kommen. Aber nochmal zurück zur Eingangsfrage. Was macht ihr hier? Wir haben Grund zur Annahme, dass Reginald Waterman in ziemlich üble Dinge versteckt ist. Aber warum schleichst du hier um 5 Uhr morgens durch die Gegend? Weil das alles noch sehr inoffiziell ist. Alles klar? Klar. Und nun? Wie viele Personen halten sich noch hier auf? Tja, eigentlich dürfte ich euch das gar nicht sagen. Komm schon. Die nächste Runde im Pub geht dann auch auf mich. Naja, also es gibt 4 Nachtwächter. Aber in diesem Bereich bin ich der Einzige. Einer sitzt am anderen Ende der Anlage und 2 patrouillieren durch die Gebäude. Wir müssen in Watermans Büro. Was? Das ist mitten im Verwaltungsgebäude. Haufenweise Kameras. Es ist wirklich enorm wichtig, Percy. Kannst du uns nicht etwas unter die Arme greifen? Also gut. Die Kameras kann ich ein bisschen austricksen, sodass ihr ungesehen ins Gebäude kommt. Aber ich kann nicht dafür garantieren, dass sie niemandem in die Arme läuft. Okay. Dann brauchen wir nur noch den genauen Standort seines Büros, damit wir möglichst schnell rein und wieder rauskommen. Wartet. Ich markiere euch die Stellen auf dem Feuerrettungsplan. Aber nur weil du es bist, John. Danke.
müssten gleich da sein. Ja, da ist es. CEO R. Waterman. Hier kommen wir aber mit Kreditkarten nicht weit. Elektronische Schlösser mit Tastenfeld. Percy hat den Code aufgeschrieben. Moment. 2 5 1 0. Na dann. Wir suchen also nach der direkten Bestätigung, dass Waterman so einen Regierungsauftrag an Land ziehen will? Genau. Und sobald wir diese Bestätigung haben, ist das Puzzle in meinen Augen schon fast vollständig. Beim besten Willen. Mir fällt immer noch nicht ein, was Waterman mit dem Tod von Bradley zu tun haben soll. Geduld, David. Sie nehmen sich die Aktenschränke dort vor. Ich übernehme den Schreibtisch. Ich hoffe nur, dass kein Wachmann über uns stolpert. Und ich hoffe, dass keiner der Typen von Penmill Station über uns stolpert. Minutenlang durchsuchten wir das Büro, fanden jedoch nichts Interessantes. Zum x-ten Mal zog ich eine der schweren Schreibtischschubladen auf, als mein Blick auf eine schwarze Mappe fiel. Ich schlug sie auf. Vertragsausarbeitung, Innenministerium. Bingo. Da kommt jemand. Los, in Deckung. Ich postiere mich neben der Tür. Ja, hier Posten 3. Kommen. Was? Sprich doch mal lauter, Posten 1. Ja, ich bin jetzt im dritten Obergeschoss, Flur A. Wieso? Der Bewegungsmelder? Ach, das ist doch sicher wieder nur eine Katze, wie beim letzten Mal. Ja, ist ja schon gut. Ich bin auf dem Weg. Over. Mein Gott, immer diese Neulinge. Das war knapp. Zu knapp. Ihr Freund Percy sollte einen Orden bekommen. Das würde ihm nur zu Kopf steigen. Aber ich denke, ich habe, was wir brauchen hier. Kopf runter, David! Lichter! Das müssen Autos sein. Kommen Sie, wir drücken uns vorsichtig links und rechts neben das Fenster. Ich möchte zu gern wissen, wer da so früh an einem Sonntagmorgen hier anrollt. 3 schwarze Wagen fahren auf das Gelände. Sie halten neben der Halle dort. Können Sie erkennen, wer aussteigt? Ach, verdammt dunkel. 3 oder 4 schwarz gekleidete Typen. Moment mal. Einer davon könnte dieser Carl Haynes sein. Interessant. Er geht zu dem mittleren Wagen und öffnet die Tür. Da, das ist Waterman. Ausgezeichnet. Jetzt sind alle in der Halle verschwunden. Also, ich werde mich runterschleichen und herausfinden, was die hier machen. Und sie nehmen die Mappe und verschwinden. Ha, das könnte Ihnen so passen, John. Ich komme mit. Denken Sie dran, ich habe die Exklusivrechte. Na dann los. Ohne Probleme gelangten wir hinunter und schlichen unbemerkt vom Verwaltungsgebäude zu einer der großen Hallen. Als wir gerade hinter einigen großen Kisten in Deckung gegangen waren, sahen wir erneut die Lichtkegel eines herannahenden Autos. Unten bleiben! Wer kommt denn jetzt noch? Leise! Der Transporter hält direkt neben den Kisten. Colt, Avon, ihr haltet die Augen offen. Möglich, dass Waterman nach der Sache mit Ryan das Ding abblasen will. Meinst du? Aber er selbst hat uns doch den Tipp gegeben. Ja, das schon. Aber er ist ein Feigling. Und Feiglinge sind immer unberechenbar. Willst du ihm von der Sache am Bahnhof erzählen? Ich bin sicher, dass er längst Bescheid weiß. Kommt jetzt. John, diese Typen, ich habe ihre Stimmen erkannt. Das waren die auf uns geschossen haben. Exakt. Aber nicht nur die beiden habe ich erkannt. Ich konnte einen kurzen Blick riskieren. Der dritte, das war Gavin Crumb. Ich bin mir 100%ig sicher. Auch wenn sich sämtliche Fasern meines Körpers dagegen stemmen, wir müssen in diese Halle. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Bleiben Sie geduckt, leise und immer hinter mir.
Wenn wir drin sind, warten wir erstmal in der Nähe der Tür ab, damit wir schnell verschwinden können. Los! Waterman sitzt in der Mitte der Halle an einem Tisch. Seine Leute stehen um ihn herum. Crun und die anderen gehen zu ihm. Wir müssen noch ein Stück näher. Kommen Sie. Ja. Fehlt da nicht einer? Psst. Guten Morgen, Mr. Crun, meine Herren. Haben Sie die Ware, die wir benötigen? Aber selbstreden, Mr. Crun. Das heißt also, dass Ihr Plan feststeht? Ja. In exakt 3 Wochen werden wir zuschlagen. Genau dort, wo es niemand erwarten wird. Richtig, inmitten von Tulpen, Rosen und Narzissen. Tja, jeder weiß, dass Prinz Charles ein absoluter Blumner ist. Was liegt da näher, als ihn mitten auf der Taunton Gardenheim zu erledigen, die er eröffnen wird? Ich kann nur immer wieder betonen, wie sehr mich Ihr Plan amüsiert. Nun, für mich und meine Männer ist die Sache alles andere als ein Spaß. Verzeihen Sie, Mr. Crun. Ich weiß, wie sehr Sie an Ihren Idealen hängen. Das hat ja auch Ihr Freund zu spüren bekommen, nicht wahr? Ja, ich weiß. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Ohne Sie wäre Ryan wahrscheinlich mit seinem Verrat durchgekommen. Doch genug jetzt davon. Ich will die Sprengfallen sehen. Natürlich. Gut. Colt, sieh dir die Sachen an. Geht klar. Na, na. Die Ware ist einwandfrei. Vertrauen Sie mir. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Oh Gott, wenn ich doch nur meine Kamera hätte. Wir haben genug gesehen. Aber, meine Herren. Sie wollen schon gehen? Los, aufstehen und darüber. Na, wird's bald. Was zum... Was soll das, Waterman? Wer ist das? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Stehen bleiben. Karl, durchsuch sie. Verstanden. Stillhalten. Ja, doch. Der Typ hier hat eine Knarre. Und der hier eine Mappe. Und zwar eine, die mir sehr bekannt vorkommt. Sie waren also in meinem Büro. Wie nett, dass Sie mir noch persönlich begegnen. Das sind doch die Typen vom Güterbahnhof. Die euch entkommen sind. Ja. Die haben sich dort mit diesem schmierigen Kerl getroffen. Smitty, den wir erledigt haben. Interessant. Dürfte ich nun bitten? Detective Inspector John Truman. Yeovil Town Police Department. David Houlihan. Ah, und was, wenn ich fragen darf, suchen Sie hier auf meinem Grund und Boden? Ist doch klar. Die wollen uns die Tour vermasseln. Euch, Mr. Crun. Wie Sie sehen, stehen Sie 8 bewaffneten Männern gegenüber. Ich rate Ihnen also, jetzt zu reden. Wir untersuchen den Mord an Ryan Bradley. Was Sie nicht sagen. Und was führt Sie dann zu mir? Zunächst einmal Smitty Magpies Hinweise, die er uns noch geben konnte. Tja, die waren von mir persönlich. Natürlich wusste ich, dass Smitty für einen Dritten arbeitete. Wir wollten das Treffen abwarten und dann alle ausschalten, die sich für die Sache interessieren. Was bekanntermaßen nicht geklappt hat. Jedenfalls haben wir in Bradleys Wohnung etwas gefunden, das Sie wohl übersehen haben. Eine Speicherkarte mit Dateien, die uns auf die richtige Fährte setzten. Mittlerweile ist alles klar. Wir haben den Fall gelöst. Es ist aus, Waterman. Sollen wir sie nicht einfach umlegen? Nicht doch, Karl. Sie amüsieren mich, Inspektor. Bitte, ich höre Ihnen zu. Also gut. Alles begann mit der Wasserleiche. Durch puren Zufall wurde Ryan Bradleys Leiche entdeckt und schnell fanden wir heraus, dass er erdrosselt wurde, bevor man ihn versenkte. Die Buchstaben auf seiner Kleidung gaben uns zugegebenermaßen lange Rätsel auf. Jedoch ist nun alles klar. Bradley war Mitglied der Gruppe Freies Wales, wie diese 3 Männer dort. Und eben jene 3 Männer waren es auch, die ihn als Verräter tituliert und getötet haben. Wir haben ihn in seiner Wohnung vor dem Spiegel erledigt. Brother, das war das Letzte, was er in seinem Leben sehen sollte. Dieser Mistkerl hat bekommen, was er verdient hat. Tja, das denken Sie. Was soll das heißen? Das soll heißen, Crumb, dass man sie verarscht hat. Aber nicht Ryan Bradley. Nein, der war die ganze Zeit auf ihrer Seite. Der wahre Verräter
steht hier neben Ihnen. Reginald Waterman. Das soll wohl ein Witz sein. Aber Waterman hat uns beliefert. Warum sollte er... Aber war er es nicht auch, der ihn in die Sache mit Bradleys Verrat steckte? Naja, also, Watermans Männer haben ein Treffen von Ryan mit Leuten von der Regierung beobachtet. Das passte genau zu Ryans Verhalten in den letzten Wochen. Er ging oft alleine auf Tour und wirkte, als sei er nicht mehr von unserer Sache überzeugt. In Wirklichkeit war er jedoch Watermans Treiben auf die Schliche gekommen. Was? Waterman war es, der sich mit Regierungsbeamten getroffen hat. Und warum sollte ich das tun? Weil sie sich erhoffen, einen großen Auftrag vom Innenministerium für ihre Firma an Land zu ziehen. Terrorabwehr, Sicherheitsbereiche. Na, sagt Ihnen das was? Ach, Unsinn. Dieses Gesetz wird vermutlich sowieso nicht ratifiziert. Eben. Und da wollten Sie ein wenig nachhelfen. Sie haben Crown und seine Leute unterstützt und beliefert. Sie kennen deren Vorhaben genau und wollten dann im letzten Moment mit ihren eigenen Leuten den Anschlag verhindern. Die Öffentlichkeit wird geschockt reagieren und Konsequenzen fordern. Das Gesetz wird durchgewunken und Sie sind am Ziel. Sie haben die Gruppe Freies Wales die ganze Zeit für ihre eigenen Ziele genutzt. Und ganz nebenbei wäre er Sie, Crown, dann auch elegant losgeworden. Und genau das hatte Ryan Bradley herausgefunden, der ja hier arbeitete. Und deshalb musste er sterben. Doch Waterman ist viel zu gerissen, um sich selbst die Finger schmutzig zu machen. Also jubelte er ihnen gefälschte Informationen unter, sodass sie, rasend vor Wut, ihren eigenen Mitstreiter getötet haben. Aber das ist doch nicht möglich. Lassen Sie sich doch nicht von diesen Kerlen einwickeln, Crun. Die versuchen doch nur, ihre eigene Haut zu retten. Es ist wahr. Steht schwarz auf weiß in dieser Mappe. Waterman hat sie benutzt. Und in 3 Wochen, da hätte er sich ihrer entledigt. Mir reicht es. Karl, kümmere dich um die beiden und ihr anderen verladet die Kisten auf den Transporter. Gentlemen, es war mir eine Ehre. Ich empfehle mich. Halt! Hier geblieben, Waterman! Ich will die Wahrheit wissen. Waffe runter, Crun. Und ihr auch. Träum weiter. Das war nicht der erste Fehler, Crun. Aber ganz gewiss ihr letzter. Karl, macht sie fertig. Schießt! In Deckung, David! Ach, verdammter Mist! Nicht schon wieder! Kriechen Sie hinter die Kiste! Watermans Leute gegen die Waliser! Die achten nicht auf uns! Wir müssen hier raus! Kommen Sie! Bleiben Sie im Himmelswillen unten! Hier entlang, David! Das war knapp! Da hinten rennt Waterman. Er will zu den Hubschraubern. Schnappen wir uns. Ich links und Sie rechts herum. Gut. Waterman, bleiben Sie stehen! Einer der Hubschrauber lief bereits warm. Waterman musste jemanden alarmiert haben. Langsam aber sicher holte ich auf. Und im Augenwinkel sah ich rechts von mir David Houlihan rennen, der gute Chancen hatte, dem Unternehmer noch den Weg abzuschneiden. Doch da... Passt zum... Verdammt! Runter, David! David, sind Sie okay? Oh Mann, erschrecken Sie mich doch nicht immer so. Sie haben plötzlich die Pistole auf mich gerichtet. Aus gutem Grund. Drehen Sie sich mal um. Was? Haynes? Ja. Ich sah, wie er sich Ihnen von hinten näherte und die Pistole hob. Und dann... Tja. Oh, ganz schlecht. Bei dem Gedanken, dass Sie geschossen haben. Im Rennen. Auf die Entfernung. Wenn ich an Ihre Stones-Geschichte denke, ich hätte weniger Angst vor Haynes gehabt als davor. Waterman ist weg. Sie hätten ihn aufhalten können. Sehen Sie es als kleine Wiedergutmachung dafür, dass Sie Ihre Kamera geopfert haben. Dann wären wir wohl quitt. Nicht ganz. Hier. Die Mappe und die Speicherkarte. Aber... Sind das nicht Beweismaterialien? Sie wollten doch die Exklusivrechte. Exklusiver geht es nicht. Bringen Sie mir das Zeug einfach irgendwann nächste Woche zurück, okay? Abgemacht. Und jetzt sollten Sie lieber von hier verschwinden, bevor der Chief etwas mitbekommt. Ach, hatten Sie nicht gesagt, Sie würden mich eigenhändig umbringen, wenn der Heil aus dieser Sache herauskommt? Ja, ich hab's mir anders überlegt. Ach, Bob. Habe ich Ihnen dieses Aufgebot hier zu verdanken? Tja, John, ich kenne ja Ihr Talent, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Aber weshalb der Sinneswandel?
Sagen wir so, jemand hat mir ins Gewissen geredet. Ah, ich verstehe. Dann grüßen Sie Ihre Frau doch bitte recht herzlich von mir. Übrigens, in der Halle dort sind 6 bewaffnete Kerle. Zumindest waren es mal 6. Die haben sich gegenseitig über den Haufen geschossen. Da hinten liegt Watermans rechte Hand. Ja, um die Kerle in der Halle kümmern wir uns bereits. Was ist mit Waterman? Der ist mit einem Hubschrauber geflohen. Gut, ich werde sofort die zuständigen Stellen alarmieren. Und John, ich will spätestens morgen einen ausführlichen Bericht, ist das klar? Den bekommen Sie, Bob. Den bekommen Sie. Mensch, John, alles okay bei dir? Ach, könnte nicht besser sein. Und wer sind Sie jetzt wieder? Ein weiterer meiner Mitarbeiter in diesem Fall. Danke nochmals für deine Hilfe, Percy. Kein Problem. Nur kann ich mir jetzt wohl einen neuen Job suchen. Habt ihr eigentlich die Sachen gefunden, die ihr gesucht habt? Tja. Moment mal. Wo ist eigentlich dieser Houlihan? Keine Ahnung. Vorhin war er noch da. John, Sie haben ihm doch wohl nicht die Beweismaterialien überlassen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nebenbei, heute ist doch Sonntag, oder? Yep. Ich hab frei. Und du bist wieder arbeitslos. Also ein ordentliches Frühstück im Pub. Du sprichst mir aus der Seele. John. John, bleiben Sie hier. Wagen Sie es ja nicht, mich für dumm zu verkaufen, sonst lernen Sie mich richtig kennen. Das Unterschlagen von Beweismaterialien ist strafbar. Ich hetze Ihnen die Dienstaufsicht auf den Hals. Und was denken Sie, was der Bürgermeister dazu zu sagen hat, dass Sie einen seiner engsten Freunde in den Knast bringen wollen? Und das alles 6 Wochen vor dem Jubiläumsstadtfest. Mann, John, der Sheriff ist echt sauer. Aber nicht, weil ich die Sachen Houlihan überlassen habe, sondern weil wir Brown so um die Lorbeeren gebracht haben. Ich dachte, der ist so dicke mit dem Bürgermeister und dessen Bekannten. Mit Bishop, ja, das stimmt. Aber wenn schon so ein dicker Fisch da oben rumschwimmt, warum dann nicht was vom Filet abhaben, wenn er doch sowieso schon geangelt wurde? Tja, an diesem Filet wird er noch lange zu knabbern haben. Aber warum nimmst du dir nicht ein paar Tage frei? Du siehst aus wie durch den Fleischwolf gedreht. Würde ich ja gerne, aber Scowcroft hat ab heute Jahresurlaub und Lindegard liegt mit Magen-Darm-Grippe flach. Tja. Wenigstens ist die Sache nun aufgeklärt. Die 3 Mitglieder der radikalen Bewegung konnten alle schwer verletzt festgenommen werden. Haynes und 2 weitere von Watermans Leuten sind tot. Mhm. Nur Waterman wurde noch nicht gefasst. Den kriegen wir auch noch. Da wäre ich mir nicht so sicher. Es würde mich nicht wundern, wenn der jetzt für lange, lange Zeit abtaucht. Jedenfalls alle Achtung, wie Sie den Fall ganz alleine gelöst haben, Sir. Und das auch noch, während Ihnen permanent Kugeln um die Ohren flogen. Ich habe das nicht alleine gemacht, Whitty. Ich hatte zugegebenermaßen recht unorthodoxe Mitstreiter. Ja, Truman? Hier ist David Houlihan. Ah, hallo David. Wer? Hut, Hut. Ach, der. Was gibt's? Ich wollte mich nochmal bedanken für die Dokumente. Vergessen Sie bloß nicht, mir die Sachen wiederzugeben. Keine Sorge. Und danke auch nochmal für dieses, kleine Abenteuer. Dito. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber wir sollten das nicht so bald wiederholen. Das sehe ich ganz genauso. Ab jetzt arbeite ich wieder allein. Wiedersehen, David. Ja? Entschuldigen Sie, mein Name ist Stephen Williams. Ich sollte mich bei einem Detective Inspector Truman melden. Das bin ich. Wieso? Sieht so aus, als sei ich Ihr neuer Partner, Sir. Sie hörten Yeovil True im Fadenkreuz. Es sprachen Erzähler und Detective Inspector John Truman, Philipp Bösand, David Hoot Hoot Houlihan, André Polei,
Chief Inspector Robert Bob Brown, Alexander Schulz. Dr. Carol Naismith, Svenja Klotz. Gavin Krann, Sven Matthias. Reginald Waterman, Ingolf Bien. Smitty die Elster Magpie, Santiago Ziesmer. Constable Simon Witty Whitley, Alexander Röhm. Percy McFadden, Sascha Alexei Kluwe. Sergeant Kyle Dawson, Paul Gerhard Wulle. Agatha Brown, Annette Stall. Dean Harper, Björn Korthof. Constable Owen von Davis, Achim Klotz. Karl Haynes, Hauke Kolle. Roger Coates, Jan Schröder. Bert Maxwell, Kaya Dogan. Koit, Roman Ewert. Avon, Christoph Memmert. Mary Drinkwater, Shadow. Pfarrer Leimbert, Rudolf Neiser. Nachtwächter, Günther David. Taucher, Klaus Schankin. Fußballfan, Paul Moritz Wulle. Detective Constable Stephen Williams, André Steffens. Abspann, Anne Jeratsch. Idee und Buch, Paul Moritz Wulle und Peter Köller. Gesamtorganisation und Regie, Philipp Bösand. Schnitt, Thomas Philippi. Abmischung und Geräusche, Alexander Schulz. Musik, Peter Köller und Kevin MacLeod. Intro-Outro-Song, Yeovilltown, written by Steve Knightley, performed by Show of Hands. Covergestaltung, Peter Köller. Eine Produktion von www.neuvertonung.de 2015.